Verstehen Sie Spaß mit Kurt Felix. Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir Ihnen Filme eines Lockvogels, den Sie in einer ganz anderen Funktion kennen. Es handelt sich um die Tagesschausprecherin im Ersten. Sie hat für uns nicht nur Lockvogel gespielt, sondern wurde selbst auch mal Opfer der versteckten Kamera und das just während einer Tagesschau. Dagmar Berghoff. Hallo, Dagmar. Darf ich mich gleich schon mal in die Spaßvideothek führen und hier vier Standardfragen stellen? Seit wann bist du dabei bei der versteckten Kamera? Also schon ziemlich lange, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau das Jahr, aber so irgendwann in den 80ern war das? Ja, es kann sein, so anfangs der 80er, glaube ich, haben wir uns zum ersten Mal in dieser Funktion gesehen, als du für uns Lockvogel gespielt hast. Was, liebe Dagmar, bedeutet für dich Humor? Also Humor sind eigentlich mehr so die Dinge, oder humorvoll sind die Dinge, über die man mehr schmunzelt, als laut als lacht, glaube ich. Und wenn ein Mensch humorvoll ist, dann kann er sich sehr glücklich schätzen. Das ist eine Eigenschaft, die angeboren ist, die man, glaube ich, nicht lernen kann. Worüber kannst du lachen? Ja, ich kann lachen über Situationskomik vor allem. Wenn irgendwelche Dinge ganz idiotisch sind oder passieren. Und ich kann dann auch leider so lachen, dass ich mich nicht mehr einkriege. Was natürlich für die Tagesschau wirklich eine heikle Geschichte ist. Ja, und davon haben wir ja profitiert, Dagmar. Wir haben nämlich eine Wunschliste. Die Zuschauer, die schreiben uns, wiederholt man den oder den Film. Und der Film Rotlicht, der steht ganz oben an. Und das was es mit dem Rotlicht auf sich hat, bitte, hier ist die Kamera für dich frei. Ich lege schon mal den Film ein. Also das Rotlicht war die Geschichte, bei der Kurt mich und einige meiner Kollegen reingelegt hat. Das ist eine Horrorvorstellung für jeden Sprecher. Man sitzt im Studio, hat alles gelesen, was es zu lesen gibt, und das Rotlicht geht nicht aus. Das bedeutet, man ist nach wie vor auf Sender. Und ja, jetzt ist man eben gefragt, als Mensch, wie reagierst du? Was tust du jetzt? Es gehen dir tausend Gedanken durch den Kopf. Sekunden werden ja auch zu Ewigkeiten. Es ist eine ganz schreckliche Situation und die hat Kurt für uns eingefangen. Ja, Dagmar, das Rotlicht läuft jeden Moment. Also hier unser erster Streich. Den wirst du und hast du nie mehr vergessen. Ja. Schön, gute Unterhaltung. Hanni van Heiden. Ihr hat's anscheinend die Sprache verschlagen. Tja, nun soll das eigentlich anfangen. Heidrun von Gössl. Ja, eigentlich müsste es jetzt losgehen. Das war's. Um 23.50 Uhr meldet sich noch einmal die Tagesschau mit letzten Nachrichten. Auf Wiedersehen und guten Abend. Wolf von Wojewski. Geht wohl nicht zu Ende, aber irgendwann ist Schluss. Regie, sind wir immer noch auf Sendung? Also ich gehe nach Hause. Wir haben noch nicht mehr. Werner Feigl. Dagmar Berghoff. Sind wir noch auf Sendung oder nicht? Spieglein, Spieglein an der Wand.
Sieht man mich nun im ganzen Land? Ich gehe. Es war die zweite Abendausgabe der Tagesschau. Wir melden uns wieder mit letzten Nachrichten gegen 0.20 Uhr. Jo Brauner. Trittst du da drauf? Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Wilhelm Wieben. Er schaut der Tatsache ins Gesicht. Das war also diese legendäre Geschichte mit dem Rotlicht. Jetzt war aber Dagmar Berghoff nicht nur Opfer der versteckten Kamera, sondern du hast für uns auch Lockvogel gespielt. Kannst du dich noch erinnern an Regensburg? Da hat Wolfgang Herbert eine Erfinderwerkstatt eingerichtet und in dieser Erfinderwerkstatt haben wir auch die Kamera versteckt und genau daneben haben wir ein Tagesschaustudio eingerichtet. Ja, ich war für diese Geschichte extra nach Regensburg gefahren, weil diese Sendung haben wir nicht bundesweit ausgestrahlt, sondern tatsächlich nur in diesem Studio, in dem die versteckte Kamera stand. Und ich musste aber trotzdem hören, das war ein bisschen kompliziert da, hören, was die Kandidaten sagen, weil ich musste reagieren. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber gar nicht so kompliziert, wenn Sie gleich den Film sehen. Wissen Sie, was das ist? Schauen Sie es mal an, ob Sie dahinter kommen. Das ist eine Schaltregelung wahrscheinlich, mehr oder weniger. Das ist ein Kontrainduktionstransmitter. Sag mir nichts. Auf schlichtem Deutsch gesagt, ein Wellenumkehr. Für welchen Bereich? Für welchen Bereich? Die Fernsehwellen, die wir empfangen hier, daher auch die vielen Monitore bei uns, bei mir hier in meinem Labor, die werden ja hier vom Gerät, vom Fernsehgerät empfangen und liefern dieses Bild. Und war meine Idee eigentlich, die ganzen Jahre diese ankommenden Wellen umzudrehen und zurückzuschicken. Mit dem Bild ist es uns noch nicht, also ist es mir noch nicht ganz gelungen bis jetzt, aber mit dem Ton haben wir es soweit, dass wir das, was hier ankommt, umdrehen können und zurückschicken. Da können wir gratulieren. Ich zeige Ihnen das. Da können wir gratulieren. Nehmen Sie mal, setzen Sie mal auf, dann hören Sie. Wir haben also, im Moment geht es also nur mit dem ersten Programm, das zweite habe ich also noch nicht dran an der Strippe, aber ich schalte Ihnen das Gerät mal ein. Unser Lockvogel Wolfgang behauptet also, mit diesem Gerät die Fernsehwellen ins Studio zurückschicken zu können. Wenn das funktioniert, kann jeder von zu Hause aus mit den Fernsehstars reden. Setzt ihren Rückzug aus Europa fort. Wenn wir jetzt diesen Knopf nach oben drücken und da brechen in dieses Mikro, dann würde uns, das glaube ich, die Frau Berghoff, in Hamburg im Tagesschau-Studio, die würde uns hören. Das wäre eigentlich eine gute Sache. Ja, was heißt, die würde dich stören. Aber man kann dann vom Sender her, kann man gehen. Wir wollen mal sehen, ob das stört. Mal auf. Hallo, Frau Berghoff. Von westlichen Finanzinstitutionen zu finden. Nein. Der Finanzminister sagt. War das jetzt tatsächlich, weil Sie kurz aufgeschaut haben? Die hat uns gehört. Der zur Deckung des überregionalen Bedarfs. Das geht mit dem Gerät. Das ist ja diese Wahnsinnsidee. Also tut mir bitte, bitte einen Gefallen, Herr Dreidler. Kein Wort. Herr Dreidler, wir wollen das nächste Woche anmelden. Das ist ja Sensation. Das ist Sensation. Mal, probier das mal, gell? Sag mal, hallo Dagmar. Jetzt. Hallo Dagmarin. Was ist denn das? Entschuldigung, meine Damen und Herren, ich wiederhole den letzten Satz. Das gibt's nicht. Nach dem Verkauf einer Das gibt's nicht. Unser Mann scheint mit den Nerven völlig fertig zu sein. Mit einer solchen Erfindung hat selbst er als technisch Versierter nicht gerechnet. Er ist überzeugt, hier eine historische Stunde erleben zu dürfen. Frau Berghoff, etwas freundlicher, bitte. So vielleicht. Sind Sie
Ich lese trotzdem weiter. Spielwarenindustrie und Handel signalisieren zu Beginn der 34. Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg gedämpften Optimismus. Unserem Lockvogel Wolfgang gelang es, nochmals einen technisch Interessierten in seine Erfinderwerkstatt zu locken. Hallo Dagmar. Toll. Ich meine, das sei die Regie. Frau Berghoff, etwas freundlicher. Wenn dieser junge Mann wüsste, dass Dagmar Berghoff gar nicht im Hamburger Tagesschaustudio sitzt, sondern hier gleich nebenan und alles mithören kann, was gesprochen wird. Ist das nicht Wahnsinn? Wissen Sie, was Sie damit erfunden haben? Ja. Wenn Sie können Sie jede Fernsehsendung stören. Deswegen behalten wir das mal für uns beide. Probieren Sie es doch selber mal. Komm, sagen Sie mal selber was rein. Sagen Sie hallo, hallo Dagmar. Schalt's an. Mach mal selber hier den Knopf nach oben auf extern und jetzt reden. Hallo Dagmar. Also, was ist denn das? Meine Damen und Herren, ich nehme an, Sie hören diese Stimme auch. Ich weiß nicht, woher das kommt. Verzeihen Sie, ich wiederhole meinen letzten Satz. Dagmar, ich hab dich lieb. Spielt ihr mir da einen Streich, liebe Regie? Das ist ja... Entschuldigen Sie bitte, meine Damen und Herren, ich lese weiter Nachrichten. Das ist nicht wahnsinnig, so eine Erfindung. Das ist Wahnsinn. Ich zitter jetzt. Entschuldigen Sie bitte, ich lese weiter Nachrichten. Ungehemmter Kies... Ja, im Ordnung, du kriegst den Fernsehen. Das kommt genau dem, wo die das Studio bestimmt haben. Und das haben wir hier in Regensburg gefunden. Und das liegt bloß nicht. Von Herzen gratulieren. Dankeschön, Frau Probe. Unser Wolfgang hat diese beiden Damen auf der Straße angesprochen und sie zu sich in die Erfinderwerkstatt eingeladen. Auch hier verspricht er das Blaue vom Himmel, nämlich, dass die beiden Dagmar Berghoff-Fans mit ihrem Liebling persönlich sprechen könnten, eben durch den Wellenumkehrer. Frau Berghoff, etwas freundlicher, bitte. Was ist denn das? Unser Peter ruft den Wolfgang ans Telefon. Wir wollen nämlich wissen, ob die beiden Frauen den Mut zusammenbringen, von sich aus Verbindung mit Dagmar Berghoff aufzunehmen. Und sage Ihnen auf Wiedersehen bis heute Abend um 20 Uhr. Auf Wiedersehen, wir wünschen alles Gute. Es ist eine Neuerung, haben Sie keine Angst, wir tun's nicht wieder. Wer ist denn da? Wer spricht denn da mit mir? Was ist denn das hier? Wer sind Sie? Sagen Sie mir doch mal, wer, eine Frau? Ich darf es leider nicht. Sie dürfen es nicht sagen? Was machen Sie? Sie haben erzählt, in Regensburg sind Sie. Sind Sie das von vorhin, die Stimme? Ich bin nur irgendwo ein Gast. Ein Gast? Ein Geist oder ein Gast? Kein Geist. Kein Geist? Sie sind ein Mensch aus Fleisch und Blut? Ganz recht. Wie fühlen Sie sich denn, wenn wir jetzt hier so miteinander sprechen? Das ist ja merkwürdig, finden Sie nicht? Es ist phänomenal und ich bin der Erste, der das ausprobieren darf. Aber ich will Sie nicht mehr weiter stören und entschuldige mich. Ach, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich finde das sehr nett. Ich kenne Sie zwar nicht, aber dann wünsche ich Ihnen jetzt so ganz privat auch einen schönen Nachmittag. Ich danke sehr. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.